In diesem Video stelle ich euch Dixit vor. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie eingangs erwähnt, stelle ich euch heute das Spiel Dixit vor. Dixit ist vielleicht schon einigen bekannt, das Spiel ist von Asmodee. Aber jetzt zum 15. September 2023 wird das Spiel in einer Disney-Edition rauskommen. Und wir packen zusammen dieses Spiel aus, wir gehen auch ein bisschen auf die Regeln ein. Und ich habe das Spiel vorher gar nicht gekannt und bin sehr gespannt, es mal auszuprobieren. Man braucht mindestens 3 Spieler und maximal 6 Spieler. Das Spiel ist ab 8 Jahren geeignet und Spieldauer sind ungefähr 30 Minuten. Ich habe mich schon ein bisschen mit den Spielregeln befasst und ich muss sagen, es klingt echt interessant. Aber erstmal würde ich sagen, packen wir aus und gucken, was für schöne Disney-Illustrationen da drauf sind und wie die Disney-Spielfiguren aussehen. An der Stelle möchte ich mich natürlich noch bei Asmodee bedanken fürs Zuschicken des wunderbaren Spiels und bleibt bis zum Ende dran, denn ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Dann schauen wir uns doch mal an, was sich in der Box verbirgt. Also die Box erstmal von außen sieht schon mal wunderschön illustriert aus und ich sehe hier schon zum Beispiel den vergifteten Apfel oder Dumbo. Wenn wir das jetzt auspacken, dann haben wir natürlich eine Spieleanleitung, die man sich auch durchlesen sollte, wenn man das Spiel nicht kennt. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spiel bereits kennt. Genau, das legen wir auch mal zur Seite und dann schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Genau, einmal gibt es hier diese Marker und hier die werde ich gleich alle rauslösen. Ah, und da muss man noch ein bisschen was bauen. Hier sieht man es und zwar muss man anscheinend die Marker mit einem solchen Marker verbinden. Das machen wir dann auch gleich. Dann ist das das Spielebrett, so wie es aussieht. Und ja, was sehe ich hier? Wir haben zum Beispiel hier Dory von Findet Nemo, aber auch selbst Findet Nemo, also Nemo und sein Vater. Wir haben hier den vergifteten Apfel. Wir haben die Obenballons, also richtig süß gemacht. Und dann haben wir natürlich die Illustrationskarten, die ich jetzt auch gleich auspacken werde. Und die, ich nenne sie mal Ponüppel, um das gleich zu verbinden. Und dann haben wir noch die Spielfiguren. Packen wir die erstmal zuerst aus. Da bin ich neugierig, was für Spielfiguren mich dort erwarten, wenn es jetzt mal aufgeht. So, wir haben, oh, natürlich Mickey. Wir haben einmal den Red, den Panda. Hat tatsächlich auch neue Charaktere dabei. Einmal die Grinsekatze. Tinkerbell. Genie. Und Mike Koslowski, also tatsächlich Disney- und Pixar-Charaktere, finde ich richtig cool. So, dann würde ich sagen, bastel ich die Dinger mal hier zusammen und packe die Illustrationskarten aus. Ich bin fertig mit Basteln und so sieht das Ganze dann jetzt aus. Im Prinzip hat dann jeder Charakter auch seine eigene, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, müsste ich in meiner Spielanleitung lesen, und wo dann die verschiedenen Zahlen drauf markiert sind. Genau. Das sind also für jeden Spielcharakter, also für jeden Spieler gibt es einmal eine Figur und eine von diesen zusammengebastelten Kärtchen. Genau, die kann man dann auch alle hier so schön dann reinpacken und dann sind die auch schön gesichert und genau. Und die Figuren kann man natürlich auch da oben jetzt reinmachen, aber schauen wir uns nochmal die illustrierten Karten an, was ich richtig cool finde. Schaut mal, Oliver und Co., das ist so ein Film. Ich liebe den, ich habe den so oft geguckt als Kind, aber irgendwie geht der auch immer unter. Und ja, schaut euch diese wunderschönen Illustrationen an. Also eigentlich, ich will jetzt nicht alle hier zeigen, aber schauen wir uns, hier habe ich irgendwo Mickey gesehen. Ja, Alice im Wunderland. Mickey Sorcerer, ja, also
Pinocchios Nase. Wirklich wunderschöne Illustrationen. Und die anderen schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Hier, da ist Lotso jetzt zum Beispiel drauf. Steamboat Willie. Baymax. Ralf Reichs. Also richtig viele verschiedene. Sogar Soul ist hier schon vertreten. Also wie gesagt, richtig viele verschiedene Charaktere und Filme sind dabei. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf das Spiel selbst ein und ich versuche euch das so gut es geht zu erklären und zu illustrieren. Genau, also wie gesagt, 3 bis 6 Spieler. Für 3 Spieler gibt es nochmal gesonderte Regeln, dazu komme ich gleich. Sagen wir mal, wir sind jetzt wirklich 6 Spieler mit allen 6 Spielfiguren. Wie gesagt, das ist jetzt eine Demonstration, deswegen habe ich die jetzt alle hier hingelegt, damit ich die nicht so weit entfernt habe. Und ich habe die Spielsteine jetzt hier hingelegt. Und als erstes mischen wir jetzt erstmal die Karten. Übrigens heißen die Dinger Tipprad in der Spielanleitung. Genau, ich mische das jetzt mal so einigermaßen. Und dann versuche ich euch das so gut es geht zu erklären. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, die Spielregeln. Und wusstet ihr, dass Dixit auch Spiel des Jahres mal war? Und schade, dass ich bisher davon noch nichts gehört hatte. Aber klingt auf jeden Fall richtig interessant und auch kreativ. Also man muss auch ein bisschen kreativ nachdenken. So, wir haben jetzt unseren Stapel und jeder Spieler zieht jetzt im Prinzip 6 Karten. Das machen wir jetzt mal für euch als Demonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das sind jetzt meine 6 Karten. Wenn ich jetzt hier meine 6 Karten habe und ich wäre der Erzähler, müsste ich mir jetzt eine von den Karten aussuchen, dürfte sie aber auch nicht den anderen Mitspielern zeigen. Und sagen wir mal, ich wähle, sagen wir mal hier die Cup und Kappa Karte aus. Ich entscheide mich jetzt für die Karte als Erzähler und jetzt muss ich versuchen, diese Karte zu beschreiben. Entweder mit einem Satz, mit einem Lied, mit einem Film, einem Gedicht. Ihr könnt aber auch nur Stichwörter benutzen. Ihr dürft auch singen oder auch gemimmt werden. Und ihr könntet auch theoretisch ein einziges Geräusch aussuchen. Was das Ziel des Spieles ist, dass einige Mitspieler eure Karte erraten, aber nicht alle Mitspieler. Also sagen wir mal, okay, was würde ich mir jetzt hier ausdenken, was Kreatives? Ich würde jetzt einfach Freundschaft aussuchen. Einfach jetzt mal so ganz spontan würde ich sagen Freundschaft. Und lege dann die Karte im Prinzip umgedreht hin. Und die anderen Spieler, ich nehme jetzt einfach mal 5 weitere Karten. Also die anderen 5 Spieler müssten auch ihre Hand anschauen. Nehmen wir jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also sagen wir mal, ich wäre jetzt Spieler 2. Und müsste mir von meiner Hand jetzt aussuchen, okay, welche Karte von denen hier passt denn am ehesten zu Freundschaft? Womit könnte ich sozusagen die anderen Mitspieler jetzt verwirren, dass sie jetzt nicht auf die Karte des Erzählers kommen? Wie dann die Punkte verteilt werden, komme ich gleich noch zu. Also wie gesagt, ihr müsst jetzt als die anderen Spieler sagen, okay, welche Karte passt am besten zu Freundschaft? Also entweder hier die Monster AG oder hier Atlantis, obwohl ich weiß nicht, ob die Freunde sind, ich kenne den Film nicht so gut. Ich nehme jetzt mal die Monster AG und dann lege ich auch die Karte jetzt hier andersrum hin. Und das machen wir jetzt, sagen wir noch, wir nehmen noch 3, 4, 5, 6 Karten. So. Und wenn die 6 Karten jetzt umgedreht da liegen, von jedem Mitspieler eine, muss der Erzähler sie nehmen. Also ich bin wieder der Erzähler und mische sie durch. So. Und die werden jetzt aufgedeckt nach der Reihe bei 1 bis 6 aufgeleckt. 2, 3, oh, das wäre aber schwer mit Freundschaft. 4, 5 und 6 ist ja die Erzählerkarte. So, da legt man die hier um das Spielbrett herum. Und jetzt müssen die anderen Spieler außer der Erzähler raten, okay, welche Karte war jetzt vom Erzähler? Und müssen dann auf ihren Punktemärchen, sagen wir mal, ich wäre jetzt nicht Erzähler und ich wäre Mickey. Und dann müsste ich jetzt sagen, okay, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 ist die Karte des Erzählers mit dem Titel Freundschaft. Okay, sagen wir mal, Mickey macht jetzt Nummer 3,
Ja, dann können wir das entweder hinlegen oder Hand halten. Ich lege es jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken hin. Hier die Grinsekatze sagt, ja, es ist auf jeden Fall 6. Mike Goslowski sagt auch, es ist die Nummer 6. Achso, übrigens, der Erzähler darf nicht mitmachen. Ich bin ja, sagen wir mal, Tinkerbell als Erzähler. Red sagt die 5 und keine Ahnung, der Genie sagt einfach die 4, einfach jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Genau, und wenn dann jeder entschieden hat, welche Nummer hat, dann werden die Punkte ausgezählt. Und zwar läuft es so, dass wenn der Erzähler, also jetzt, wenn ich der Erzähler bin, bekommt der Erzähler keine Punkte, wenn alle anderen Mitspieler auf seine Karte getippt haben. Aber genauso bekommt er auch keine, wenn keiner auf seine Karte getippt hat. Also dann bekommt der Erzähler keine Wolkenpunkte, weil das hier sind Wolken. Wenn es jetzt so ist wie hier, wenn der Erzähler keine Punkte bekommen hat, weil entweder alle Tippräder bei ihm sind oder gar keiner, bekommen alle anderen 2 Punkte und dürfen dann im Prinzip hier 2 Wolkenpunkte weiter. Ist mindestens eine Karte, hat mindestens einer auf die Karte des Erzählers getippt, bekommt der Erzähler 3 Punkte und die auch auf den Erzähler getippt haben, bekommen auch jeweils 3 Wolkenpunkte. Und als letztes, diejenigen, die jetzt hier auch noch einen Tipp bekommen haben, also Miki hat jetzt hier auf Aristocats getippt, demjenigen, der die Aristocats-Karte gehört hat, bekommt jeweils einen Punkt. Genauso wie jetzt bei Pinocchio und bei Sully. Also die würden jeweils die Spieler, deren Karte hier hingelegt wurde, in diesen Wurf, sage ich mal, bekommen jeweils auch einen Punkt. Das heißt, Aristocats bekommt einen, Pinocchio bekommt einen, Sully bekommt einen, der Erzähler würde 3 Punkte bekommen und auch die Grinsekatze, von Grinsekatze spielt, und Mike Goslowski würden auch jeweils 3 bekommen, weil sie richtig getippt haben. Und so im Prinzip, der Erzähler sagt, man bekommt jetzt 3 und so weiter, würde dann im Prinzip jedes Mal weiterlaufen. So, und dementsprechend wäre die Runde abgeschlossen. Die Karten kommen weg auf den Ablagestapel. Und jeder Spieler zieht eine neue Karte aus dem anderen Stapel, damit er wieder 6 hat. Und so geht das Spiel weiter, bis keine Karten mehr in diesem Stapel vorhanden sind oder derjenige, der zuerst die 30 Punkte erreicht hat. Und ich hätte erwähnt, wenn man zu dritt spielt, gibt es nochmal gesonderte Regeln, denn wenn man zu dritt spielen würde, wäre es sehr relativ einfach, denjenigen ausfindig zu machen, der der Erzähler, die Karte des Erzählers ist. Und zwar läuft das dann so ab, dass man anstelle von 6 Karten, sondern 7 Karten auf der Hand hat, jeder Spieler. Und der Erzähler sucht dann auch eine Karte aus. Aber die anderen Spieler dürfen jeweils 2 Karten in die Runde werfen, also nicht eine, sondern 2 aus deren Hand. Und dann hat man insgesamt 5 Karten auf dem Spieldeck und muss dann natürlich auch wieder entscheiden, okay, welche Karte gehört dem Erzähler. Und am Ende des Turns, wenn das alles ausgewertet wurde, zieht man wieder auf 7 Karten aus dem Ablagestapel nach. Die Spielerleitung gibt auch noch ein paar Tipps zum Spiel. Und zwar jetzt zum Beispiel hier bei diesem Frozen-Schloss die Spielerleitung gibt auch noch einige Tipps. Und zwar jetzt hier bei diesem Frozen-Schloss würde man vielleicht sagen, lass jetzt los, aber dann wäre es sehr eindeutig. Das heißt zum Beispiel, jetzt sagt man hier Wiedergeburt. Oder eine Pause machen bei der Karte. Also hier gibt es ein paar Tipps und Tricks und hier gibt es auch noch Tipps für Erzähler. Ist relativ einfach zu lesen und relativ schnell zu verstehen, wie ich finde, diese Spielregeln. Und finde ich sehr schön und ich freue mich auf meine erste richtige Dixit-Spielrunde. Ja, und wie hat euch das Dixit-Spiel gefallen? Ich hätte es gern schon richtig gespielt, aber leider sind wir aktuell nur 2 Personen in diesem Haushalt. Und für 2 Personen ist es leider nicht ausgelegt. Aber wenn wir demnächst Besuch bekommen, werden wir das Spiel auf jeden Fall auch mal ordentlich
austesten. Wie gesagt, das Spiel kommt am 15. September in die Läden. Und ich habe ja noch gesagt, ich habe eine Überraschung für euch. Und zwar, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr bereits, dass ich ein Dixit-Spiel an euch verlosen darf. Also schaut gerne bei Instagram vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, vielleicht habt ihr Glück und bald trudelt auch eine Dixit Disney Edition bei euch ein. Und das war mein Video über Dixit Disney Edition. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.